Hallo und einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer vom heutigen JFD Live Trading TV. Wir wollen uns heute hier dem Markt widmen in Form der Rainbow-Struktur. Und zwar schauen wir hier beim 15. Mal auf die Auswahl der Währungspaare, die hier von Interesse sein könnten, um sozusagen ein Vorabscreening vorzunehmen. Und da ist mir während des heutigen Handels, oder Handelstages vielmehr, ja, die Besonderheit von zwei Yen-Pairs aufgefallen, hier unten nämlich Euro-Yen und Schweizer Franken-Yen. Die sollte man sich durchaus mal etwas näher anschauen, obgleich auch der Euro gegenüber dem britischen Pfund nicht so uninteressant erscheint. Aber wir wollen hier mal den Fokus auf die Yen-Pairs legen. Fangen wir beim Euro gegenüber dem japanischen Yen an. Sehen wir hier im M15 diese Abwärtsstruktur seit gestern im Sinne dessen, dass der Rainbow hier ganz klar negativ eingedreht ist, aufgrund eben der Statements der amerikanischen, sage ich schon, der japanischen Notenbank. Und jetzt werden wir das Ganze ein Stück weiter aufdröseln in der Struktur. Gestern, wie gesagt, der brachiale Abverkauf, dann ging es während des gesamten Handelstages mehr oder weniger seitwärts. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass wir ja seit gestern Nachmittag einen Erholungsimpuls gesehen haben, der sich heute Morgen aufmachte, hier weiter nach oben aufzudrehen. Und der Rainbow hatte hier zunächst sogar schon den Anschein, umgedreht zu werden, praktisch ein Spin vom negativen Rainbow in den positiven, wie wir das eben hier zum Beispiel auch in einem Versuch gesehen haben. Der Markt hier zunächst bullisch, dann drehte das Ganze negativ ein, dann versuchten sich die Bullen wieder und letztlich scheiterte das Ganze. Und jetzt sind wir hier in einer grundsätzlich bärischen Struktur. Und sofern wir jetzt hier ein neues Tagestief machen und aus der Asia Range, die hier 56 Pips umfasst, nach unten rausfallen sollten, wenn es dazu kommt, dann besitzt das Währungspaar durchaus weiteres Rückschlagspotenzial, gerade im Sinne der Range. Wir haben 83 Pips bislang zurückgelegt. Im Schnitt, Sie sehen es, bewegen wir uns so zwischen 140, 160 Pips. Ja, also runde gute 60, 70 Pips Potenzial nach oben haben wir hier noch, die das Währungspaar noch ausschöpfen kann. Und sollten wir eben hier nach unten rausdrehen, also praktisch hier diese Asia-Range, den Handel des asiatischen Zeitraums nach unten verlassen, dann könnten sich hier die europäischen Verkäufer sozusagen dem Ganzen wieder anschließen und hier die Trendstruktur nach unten weiter aufdröseln, was dann heißen würde, dass wir zunächst in Richtung des gestrigen Tagestiefs zurückfallen sollten. Das liegt eben da bei 138,43 rund und entspricht dann, wenn wir neues Tagestief machen, rund 36,37 Pips. Dehnt sich die Range sogar im Sinne dessen aus, dass wir eben hier in Richtung 70, 60 Pips die Tagesrange ausschöpfen, dann haben wir auch Potenzial hier in den Bereich 138 rund zurückzufallen. Und das würde hier in der Rainbow-Struktur eben ganz gut ins Bild passen. Wenn wir uns den H1 anschauen, dann sieht das Ganze nicht ganz so klar aus. Da haben wir nämlich eine überwiegende bullische Dominanz, die aber hier, sofern wir ein neues Tief machen, unterhalb der Asia-Range, sich nach unten auch auflösen könnte. Das heißt, der Rainbow hier im H1, der positiv ausgerichtete Rainbow, könnte dann einen Spin vollziehen und auch negativ eintreten. Der M15, wie gesagt, hat das ja schon getan und es bleibt mal abzuwarten, was passiert. Aktuell sind wir aber hier inmitten der Asia-Range und sehr schön ist zu sehen, dass wir hier in der Kerze der vorherigen 15 Minuten nicht nach unten ausgebrochen sind. Wir sind hier in der Range und insofern ist das eigentlich nur ein Paar, was man beobachten sollte. Und ein Ausbruch nach unten könnte weiteres Potenzial freisetzen. Ähnliche Situation beim Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen. Hier muss man natürlich auf die Korrelationsrisiken aufpassen. Also sprich, was das eine Paar macht, vollzieht das andere in einer gewissen Art und Weise nach. Und hier ist die Situation recht ähnlich. Wir haben knapp 80, 81 Pips in dem Fall zurückgelegt. Auch hier die Range ein Stück weit weniger, aber auch hier noch deutliches Potenzial von mindestens 60 Pips, 50 Pips, um hier die Range auszuschöpfen. Also wenn wir hier ein neues Tief machen, und auch hier sehen wir jetzt gerade, wir laufen wieder in Richtung der unteren Asia Range. Wenn wir ein neues Tief machen, dann ist hier die Gefahr sogar, dass das Vortagestief unterschritten wird. Sie sehen, da sind wir noch ein Stück weit näher dran sogar. In diesem Fall ist die Gefahr gegeben, dass wir dann unter das Vortagestief fallen, was dann sozusagen weiteren Verkaufsdruck auslösen könnte. Und hier interessant, dass wir neben der Range, die hier im Bereich um 131,18 liegt, um diese Daily Range auszuschöpfen, wäre dann auch hier unten noch das Vorwochentief zu finden. Ja, gute 30 Pips tiefer hätten wir auch noch hier das Vorwochentief. Und das stellt doch eine ganz, ganz interessante Zone dar, um hier möglicherweise auf den Shortzug im Sinne des negativen Rainbows aufzuspringen. Wie gesagt, die Europäer schafften es nicht, die Asia-Range positiv nach oben aufzulösen, genauso wie beim Euro-Yen. Wenn es doch dazu kommt,
dass wir hier nochmal nach oben aufdrehen. Das betrifft dann auch den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Dann muss man natürlich das Bild ein wenig drehen und dann könnte man auch davon ausgehen, dass hier die Niveaus von 133 und beim Euro gegenüber dem japanischen Yen dann Niveaus in dem Bereich um 140 angesteuert werden, wenn wir hier nach oben doch noch rausziehen sollten. Aber wie gesagt, das Trendmomentum im M15 deutet bereits leichte Verluste an und mal sehen, was denn daraus wird. Gut, liebe Zuschauer, das wäre der kurze Blick auf die 2 Yen-Pairs gewesen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, geben Sie ruhig ein Like auf YouTube oder eben ein kleines Statement. Ansonsten hören wir uns eh gleich wieder, um nochmal den DAX im Detail zu besprechen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kammer und tschüss.